on the floor, just a rebel on your own. On a bedroom trip. On a bedroom trip. On a bedroom. Ach, ja. Ja, das müsste Lorenzo sein. Na du? Na du? Alles gut bei dir? Was ist denn das? Ja, anstrengender Tag heute gewesen. Und bei dir? Ach, auch. Ein bisschen am Nachdenken gewesen, gerade bei dem guten Wetter. Was denn los? Ach, du bedrückt? Keine Ahnung. Es ist halt nicht mehr das, was es früher war. Der Dienst, die Kollegen, die Einsätze. Da muss ich dir recht geben. Früher, ich weiß nicht. Früher war einfach alles besser. So sehe ich das auch. Mit unserem Brüdern. Mit unseren beiden, weißt du noch? Die schönen Flüge mit Hugo. Genau, oder allgemein unsere NEK-Einsätze. Diese Zeiten, diese vermisse ich einfach. Momentan, es zieht mich einfach nichts mehr hier zu bleiben, weißt du? Diese ganzen Einsätze von früher, da hat man noch Spaß gehabt, da hat man auch mit Zivilisten geredet. Aber auch jetzt, da schießt man nur noch. Und das will ich nicht. Richtig. Ich möchte das auch nicht mehr. Also die ganzen Einsätze von früher, dass man aufs Drogenfeld gefahren. Hat mit denen geredet. Und was machst du jetzt? Jetzt gehst du dahin, einer callt den und dann wird geschossen. Das hat auch alles keinen Sinn mehr. Wegen solchen Sachen bin ich kein Polizist geworden. Ich bin Polizist geworden, um mit Leuten darüber zu reden, verhandeln. Aber nicht um zu ballern. Das ist richtig. Deswegen sind wir alle Polizisten geworden, aber die Zeit hat uns alle geändert. Hat alle geändert. Das stimmt leider. Wie denkst du denn darüber? Ja, ich sehe das auch so wie du. Ich meine, früher, da hat man viel mehr miteinander geredet, war einfach mehr für die Zivilisten da. Die Zivilisten haben dir geholfen und nicht immer dieses dumme Rumgeballere. Genau. Hat noch miteinander geredet, man konnte, selbst jetzt, zum Mittag konnte man einfach am Strand sitzen, konnte gemütlich Mittag machen und da hat man einfach seine Ruhe gehabt und dann kamen noch ein paar Leute vorbei, hat man mit denen noch ein bisschen gequatscht. Ich dachte, das war schön. Und heute bist du gleich nackig ausgezogen und musst gucken, wie du nach Hause kommst. Oh ja, das ist schlimm. Es oder weißt du noch? Ja. Genau, oder weißt du noch unser Dienst beim Zoll? Das war so schön, die Zeit. Das war weißt du, ich habe immer noch eine Uniform zu Hause. Du auch? Ja, die habe ich mir damals extra mitgenommen. Ah, schön. Müssen wir mal gut in die alte Kleidung wieder reinschlüpfen. In die alten Richtig. Zeiten wieder aufleben lassen. Mit den ganzen Brüdern. Genau, einfach mal wieder zusammen was unternehmen. Mit Gabi mal wieder treffen. In Ruhe was Eis essen, gehen wir den Schirmwetter oder einen Kaffee. Ah, die hat sich auch mittlerweile ziemlich gut aus dem Krankenhaus erholt. Das ist schon mal sehr schön. Ich weiß ja nicht, wie du denkst, aber ich habe lange darüber nachgedacht. Und auch heute habe ich nochmal lange darüber nachgedacht, saß sie am Wasser. Aber ich persönlich will diesen Job, dieses Amt als Polizist nicht mehr weitermachen.
Oh mein Bruder, verstehe ich mich dir an, weil das macht mir keinen Spaß mehr, das macht keinen Sinn mehr. Und ich werde denn jetzt auch hiermit mein Amt als, mein Dienst als Polizist niederlegen. Wir müssen uns aufstehen. Ja, wo man dann noch einen letzten Salut auf unseren Dienst und die letzte Ehre erweisen. Auf die alten Zeiten, mein Bruder. Auf die alten Zeiten, mein Bruder. Lass uns gehen. Ja. Wir gehen. You both go out your way, and the vibe is feeling strong. Small turn to a friendship turn to a bond. The bond will never be broken, alone, never get lost. And when brotherhood comes first, the line will never be crossed. Establish it on our own when the line had to be drawn. The line is when we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.